Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Astrophysik TV. Wir wenden uns heute zu dem Sommerdreieck, den wir hier gerade im Bild sehen, und werden uns einen ganz besonderen Stern anschauen, und das ist Vega. Vega ist ein Stern im Sternbild Leier. So. Genauer gesagt ist Vega ein Hauptreihenstern, da es am Inneren wird ja Wasserstoff zu Helium fusioniert. Bei Vega verläuft dies über den CNO-Zyklus, auch Beta-Weizsäcker-Zyklus genannt. Und im Kern befindet sich eine Konvektionszone, das nach außen hin in eine Strahlungszone übergeht. Sehr interessant, oder? So. Des Weiteren auch ist nämlich Vega 2,2 mal so schwer wie die Sonne vom Masse her. Also über zwei Sonnenmassen. Und das ist auch der Grund, warum der Stern, obwohl es gerade mal 500 Millionen Jahre alt ist, schon bereits die Hälfte von seinem Leben hinter sich hat. Weil wie lange ein Stern lebt, hängt nämlich davon ab, wie schwer der ist. Also ein Stern mit einer Sonnenmasse hat eine Hauptreihenzeit von ungefähr 10 Milliarden Jahre. Ein Stern mit anderthalb Sonnenmassen ca. 5 Milliarden Jahre. Das heißt, hätte die Sonne 50% mehr Masse, wäre sie schon bereits jetzt ein roter Riese sozusagen. Und ein Stern mit zwei Sonnenmassen oder wie Vega mit 2,2 Sonnenmassen nur noch 1 Milliarde Jahre. Also das wird dann immer weniger, je massenreicher ein Stern ist. Wie es Eta Carinae zum Beispiel hat über 100 Sonnenmassen und ist gerade mal 3 Millionen Jahre alt und hat, steht schon kurz vor einer Supernova, ist schon explodiert oder was auch immer, was mit einem Stern los ist. So. Das war es erstmal dazu, so eine Lebenserwartung. Vega ist 25 Lichtjahre entfernt und befindet sich wie die Sonne in der lokalen Flocke. Dazu werden wir auch noch ein Video machen. Und nebenbei sozusagen befindet sich Vega auch noch, gehört Vega auch noch zu diesem Castor-Bewegungshaufen. Das ist eine Sternassoziation, die wir auch noch behandeln werden. Vega ist 25 Lichtjahre entfernt, also ein relativ naher Stern sozusagen. Und hat die 37-fache Sonnendurchkräfte. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Wie ihr gerade auf dem Bild nämlich seht, ist Vega ein abgeflachter Stern. Und jetzt kommt auch die Frage, warum ist Vega abgeflacht? Also Vega hat eine Rotationszeit von gerade mal 12,5 Stunden. Also es handelt sich um einen schnell rotierenden Stern sozusagen. Mit einer Geschwindigkeit, also sagen rotiert der Stern mit 93% der Geschwindigkeit, bei der es aufgrund der Zentrifugalkräfte auseinanderbrechen würde. Und als Folge darauf ist Vega stark abgeflacht, wie ein Ellipsoid sozusagen. Und dies führt letztendlich auch noch dazu, dass die Oberflächentemperatur sozusagen von der Oberflächenregion abhängt. Also an den Polen liegt sie bei 10.000 Grad und am Äquator sind es gerade mal 7.600 Grad. Warum sind diese Unterschiede vorhanden? Das liegt nämlich auch daran, weil der Äquator wesentlich weiter von den Energiequellen im Zentrum des Sterns entfernt ist als die Polen. Des Weiteren ist es nämlich auch so, dass die Äquatorfläche weiter vom Massenzentrum des Sterns entfernt ist als die Poloberfläche, und diese Verformung, also diese Abflachung des Sterns, bewirkt auch, dass die effektive Gravitation am Äquator geringer ist als am Pol, und diese effektive Gravitation wirkt auch auf den Strahlenfluss und die Oberflächentemperatur des Sterns aus. Und je höher die effektive Gravitation ist, desto heißer ist die entsprechende Oberflächenregion. Ich habe ja gesagt, dass die effektive Gravitation am Äquator geringer ist als an dem Pol, und je höher die effektive Gravitation, desto heißer ist die entsprechende Oberflächenregion. Und da sind es halt die Polen. Weil wenn sie an dem Pol stärker ist, als am Äquator ist, dann ist selbstverständlich, sind die Polen auch heißer. Sozusagen. Und ich habe ja vorhin ja auch gesagt, dass der Äquator weiter, wesentlich weiter weg von der Energiequellenzündung des Sterns entfernt ist als die Polen. So, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.